Ich kann lesen, unterbrach ihn Hannah und war beinahe erschrocken über ihre Kühnheit. Als Beweis für ihre Fähigkeit schrieb sie mit dem Zeigefinger Wörter in den schwarzlichen Schlick. Auf Jiddisch, das er wunderbar erweise kannte, denn auch nicht so gut wie Hannah Polnisch. Seine blauen Augen musterten erstaunten Schlick und wanderten dann interessiert zu Hannah. In diesem Augenblick entstand ihre Freundschaft, obwohl Hannah damals es nicht einmal wagte, an dieses Wort zu denken. Er drehte ihr den Kopf zu und sagte, »Nun komm doch, auf was wertest du denn noch?« Sie reichte ihm ihre zwei Kühen, die er närrisch annahm. Er aß sie im Stehen, verschraumt, schweigend, und es verstand sich von selbst, dass Hannah dieses Schweigen nicht unterbrach. Sie war glücklich wie nie zuvor, glücklicher noch, als wenn sie bei einbrechender Nacht unter dem Portalvorbau sitzend ihrem Vater, dem Rebnadan, zuhörte. Thaddäus gehörte nur ihr, sie hatte ihn gefunden, sie hatte es gewagt, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Zum ersten Mal in ihrem Leben fiel ihr wirklich die sie umgebende Natur auf, vor allem die kleine Lichtung hinter dem Weidenhain, auf der Schmetterlinge tanzen. Der Monat Elul war inzwischen angebrochen, die Hitze drückte und die Luft schien unbeweglich. Als Hannah den ihr vertraut gewordenen Weg einschlug, fiel ihr auf, dass sich sowohl die Eichhörnchen als auch die Waldmause, denen sie sonst immer begegnete, an diesem Tag nicht blicken ließen. Doch sie schrieb es zu Thaddäus und so fragte sie sich nicht lange, was dies wohl zu bedeuten hatte. Hannah hatte keine Mühe gehabt, von zu Hause fortzukommen, denn Rebnadan hatte seine Söhne zu einer wichtigen, nur Männern vorbehaltenen Versammlung mitgenommen und Schifra war zu einem kranken Kind gerufen worden. Sie hatte schnell ihre Salben zusammengepackt und sich beklagt, dass sie keine Heldolde zur Hand hatte, deren Samen bei Ruhe und Blutspucken ausgezeichnet helfen. Vielen Dank.